Ja, hallo Leute, willkommen bei einem neuen Video hier auf meinem Kanal Lebensart. Und zwar befinde ich mich heute, man sieht es vielleicht schon hinter mir, kennen werden es wahrscheinlich aber die wenigsten, vor dem Schloss Derneburg. Ja, Schloss Derneburg, ursprünglich ein Gutshof, später ein Kloster und jetzt seit mehr als 2 Jahrhunderten ein Schloss. Aber zur Geschichte und zu all dem, was hier so in Derneburg so interessant ist, kommen wir jetzt im Video. Anfang der Derneburger Geschichte steht ein Mord, den der Graf Hermann I. von Winzenburg an seinem Vasallen Burkhard I. von Loccum beauftragte. Aus Sühne für diese Tat wurden ihm 1130 alle Würden und Lehen entzogen. Seine Nachfolger übertrugen in Folge 1143 den Hof in Derneburg dem Bischof Bernhard von Hildesheim mit dem Wunsch, dass an diesem Orte für die Gedeihen der heiligen Religion von Bischöfe Maßregeln genommen und befestigt würden. Diese Maßregeln ließen aber noch 70 Jahre auf sich warten. Erst 1213 übergab der Bischof Hartbert den neuen kirchlichen Besitz seiner Bestimmung, indem er den Konvent der Augustinernonnen aus Holle nach Derneburg verlegte. In den nächsten 100 Jahren vollzog sich eine beispiellose Macht- und Besitzerweiterung des Klosters Derneburg, das sich unzählige Grundstücke und Zehntabgaben der umliegenden Dörfer einzuverleiben wusste. Die weltlichen als auch religiösen Kriege machten dem Kloster Derneburg in den nächsten Jahrhunderten schwer zu schaffen. Mit der Reformation wurde es in ein lutherisches Kloster umgewandelt, das sich bis ins 17. Jahrhundert im Besitz der Herzöge von Braunschweig befand. Mit der Auflösung des Klosters im Jahr 1803 durch die Preußen wurde Derneburg zu einer preußischen Domäne, die 4 Jahre später französische Truppen besetzten. Beide plünderten den reichen Besitz restlos aus, und als Derneburg mit dem gesamten Bistum Hildesheim nach dem Wiener Kongress 1814 an das Welfische Königreich fiel, fand der neue Besitzer Graf Ernst zu Münster das ehemalige Kloster in einem völlig verwahrlosten Zustand vor. Der reiche Grundbesitz garantierte ihm dennoch eine jährliche Einnahme von 6000 Talern. Graf Ernst zu Münster behielt bei seinem Umbauten zu einem repräsentativen Schloss den klösterlichen Eindruck der Gesamtlage bei. Was man jetzt vielleicht im Video nicht ganz so schön sieht, wir haben hier verschiedene Seen dort hinten und da unten sind verschiedene und dort oben sind verschiedene Fischerhäuser, also zumindest ist es so auf den Karten zu sehen, die ich jetzt hier gefunden hatte bei mir, die halt auch für das Schloss gleich für Fischerei gesorgt haben wahrscheinlich. Also wirklich, wirklich schön, also auch durchdacht und der Graf hatte auch, als er das Ganze übernommen hat, 1814 darauf geachtet, dass dieser Klosterflair, nenne ich es einfach mal, erhalten bleibt, auch wenn es ein Schloss wurde und hier jetzt nicht mehr die typischen Klosterarbeiten waren. Trotzdem wurde es so gemacht, dass das Ganze weiterhin so ein bisschen klosterähnlich ist mit Gärten und so weiter und so fort. Also das ist hier wirklich auch sehr schön umgesetzt, muss man sagen. Heute dient es, wie gesagt, als Museum, als Kunstmuseum, sind verschiedene Kunstgegenstände hier auch außerhalb der Gebäude aufgestellt. Diese durfte ich aber nicht filmen, da müsste man die Genehmigung der Künstler haben. Und gut, mir ging es hier tatsächlich auch eher um die ganzen Gebäude und so weiter. Die waren ja wichtig jetzt gewesen, dass man auch mal eine Innenansicht hier hat von dem, ja, wie es hier aussieht. Wir hatten ja bisher nur das von außen und von innen sieht es natürlich noch mal schöner aus. Ja, die Detailverliebtheit, wenn man so sieht, in so einem schönen alten Gebäude. Hinter mir geht jetzt ein kleiner Berg los, beziehungsweise beginnt ein kleiner Berg, auf den es hochgeht, ein kleiner Anstieg. Und ja, auf diesem Berg gibt es einiges zu entdecken, was ich jetzt schon gesehen habe, sonst wäre ich ja nicht hergefahren, was genau das hier geschichtlich nicht nur interessant macht, sondern auch architektonisch relativ einmalig in Deutschland macht, sagen wir es mal so. Also, weiter geht's. Der Graf
war ein großer Freund der Antike gewesen, vor allem der Griechen und der Ägypter. Und das werden wir jetzt hier gleich auf dem Hügel auch sehen mit verschiedensten Bauten, die er sich hier anfertigen ließ. Ja, ich bin jetzt hier auf dem Donnerberg bei der ersten architektonischen, ja doch eher Seltenheit in so einer Region, und zwar bei einem griechischen Tempel, den der Graf Münster bauen ließ von Laves. Also es heißt ja auch hier Laves Kulturpfad, denn dieser Laves war Architekt und hat relativ viel gebaut gehabt, und auch er hat sich unter anderem wie sein Chef im Endeffekt Münster, sein Auftraggeber, der Graf Münster, für die griechische Architektur interessiert, aber auch für die ägyptische, wie gerade schon erwähnt. Und hier ist jetzt eins der Gebäude. Im Volksmund hieß das Ding Teetempel, war ursprünglich nicht so bewaldet, wie es jetzt hier ist. Ist jetzt hier komplett, ja, mittlerweile mit Bäumen umsäumt. Ursprünglich war es nicht so gewesen. Das Ganze stand eigentlich hier auf dem Berg frei, und der Graf und seine Gäste hatten dann eigentlich Blick aufs Schloss, was da hinten ist, um das Ganze zu begutachten, beziehungsweise die Gärten, die ringsherum waren. Ja, deswegen auch Teetempel, weil der Graf dann hier Teezeit gemacht hat mit seinen Gästen. Und ja, das war so der Hintergrund gewesen. Und ja, wir gucken uns das jetzt Ganze mal von näher an. Ursprünglich stand hier auch noch eine Statue, die noch älter war, und die hat, ja, was eigentlich sehr selten ist, die Statue, und zwar Josef mit dem Christuskind, gezeigt. Das Ding ist dann auch nach dem Zweiten Weltkrieg weggerissen worden, genau wie eine Allee von Eichen, die ja eigentlich hochgeführt hat. Aber auch die wurde nach dem Zweiten Weltkrieg abgeholzt, wahrscheinlich weil man auch Baumaterial gebraucht hat. Ja, leider muss man sagen, dass ja, die schöne Zeit wahrscheinlich auch dieser Gebäude oder des Gebäudes zumindest erstmal hier, das andere kenne ich ja noch nicht, schon lange vorbei ist. Also man sieht es ja, es wird hier leider relativ verwildernd so gelassen, das Ganze. Und ja, wundert mich auch nicht, warum die Gebäude hier mittlerweile auf Lost Place Karten mit auftauchen. Darauf bin ich auch eigentlich erst gestoßen hier auf diese ganze Region, weil ich mal wieder die Karten so durchgeguckt habe, was ich mir so Lost Place mäßig für ein paar Videos angucken möchte. Und ja, kann ich mir schön vorstellen, eigentlich wäre hier der Blick aufs Schloss gewesen, da unten ist es ungefähr. Schade, dass man das hier auch so ein bisschen so von der Gemeinde, Holle ist hier die Gemeinde von Derneburg, so vergammeln lässt, muss ich ganz offen sagen. Also da könnte man mit Sicherheit doch viel mehr machen. Zu jeder Lost Place Tour, auch wenn es hier nur eine, ja, halb Lost Place Sache ist, gehört natürlich auch eine Taschenlampe dazu, neben Erste-Hilfe-Set und so weiter. Ich habe da öfters in meinen Videos was zu gesagt, was so eine Grundausstattung sein sollte von jedem, der so Urbex, Lost Place-mäßig unterwegs ist. Eine Taschenlampe ist daher mit das Wichtigste, weil sonst, klar, gerade im Dunkeln sehe ich eben nichts. Ich habe diesmal eine Taschenlampe geschickt bekommen und mache daher gern Werbung für sie von der Firma Trust Fire. Das ist die MC5 LED-Taschenlampe, die, ich habe sie jetzt schon mal ein bisschen ausgetestet vorab, werde sie jetzt hier für das Video noch mal ein bisschen testen, doch einen echt guten Eindruck macht, gerade wenn es darum geht, Leuchtweite und vor allem Leuchtstärke, also Lumenzahl, zu erzeugen, um wirklich auch in dunkelsten Situationen weiterhin Licht zu haben. Ich habe bei dieser Taschenlampe vier Leuchtstufen plus eine Stroboskopfunktion. Das ist hier die einfachste, das ist dann wirklich ein kleines Leselicht, nenne ich es einfach mal. Die etwas stärkere Variante, die noch stärkere und die absolut wirklich helle Variante. Bis zu 3300 Lumen soll das Ganze haben. Kann ich mir auch gut vorstellen. Ich habe ja verschiedene Taschenlampen schon mal getestet von verschiedensten Firmen, und hier kommt wirklich was bei rum. Also da kommt wirklich ordentlich Licht raus. Der Hersteller sagt rund 362 Meter Leuchtweite bei voller Stufe und bis zu 11 Tage Leuchtzeit. Das ist natürlich immer bemessen bei leichten Lichtstufen. Was es noch gibt: wenn ich lange drauf drücke,
ist das Stroboskop. Stroboskop in meinen Augen ganz wichtig in einem EDC oder halt zur Selbstverteidigung, denn dieses Stroboskop, ich gucke selber nicht rein, es ist wirklich richtig, richtig hell, das Stroboskop. Das Stroboskop hat eben den Vorteil, dass es wirklich jemand erstmal außer Gefecht sitzt, weil er einfach danach nichts mehr sieht. Daher auch top als EDC-Taschenlampe geeignet, das ganze Gerät. Finde ich wirklich gut. Der nächste Vorteil, den ich sehe, auch gerade für ein EDC oder auch für den Wanderrucksack, das Ganze lässt sich einfach magnetisch laden. Ihr habt hier eine Ladestation, nenne ich es einfach mal, mit dem Kabel magnetisch und habt hier ganz normal einen USB-Anschluss, was ihr dann ganz normal an eure Powerbank oder wenn ihr zu Hause seid natürlich an eure Steckdose oder wo auch immer ranschließen könnt. Die Taschenlampe selbst hat den IP68 Grad, das heißt dementsprechend ist sie wasserdicht bzw. wasserabweisend. Bis zu 2 Meter kann sie tatsächlich auch ins Wasser rein. Vor allem auch wichtig, bei Nebel und so weiter hält das Ding das Ganze auch aus. 1 Meter bruchsicher, sagt man oder sagt der Hersteller so ungefähr. Vom Gewicht her hat das gute Gerät 60 Gramm, also rund 61 Gramm und ist ein bisschen über 11 cm lang. Auch das ist perfekt für die Hosentasche oder auch für die Jackentasche. Für die Möglichkeit, sich an den Gürtel das Ganze zu befestigen, hat sie auch einen Gürtelclip. Also schon optimal nutzbar für uns, halt wichtig, auch schnell zugriffsbereit das Ganze zu haben, um die eben zu nutzen. Wenn ihr jetzt Interesse habt an einer Taschenlampe, zum Beispiel dieser MC5, die ich wirklich empfehlen kann von Trustfire, es gibt auch viele andere Taschenlampen noch auf der Seite, dann blende ich euch jetzt hier den Link ein, beziehungsweise in der Videobeschreibung werdet ihr den Link auch nochmal finden und werde euch noch einen Rabattcode unten mit einblenden, den ihr dann nutzen könnt, um nochmal Geld zu sparen. Ansonsten viel Spaß mit der Taschenlampe, wer sie sich holt. Ich habe sie bis jetzt auf jeden Fall. So, für mich geht es jetzt weiter hier vom Tempel zum nächsten Bauwerk, was ich mit Sicherheit, ich kenne es nur von Fotos bisher, sehen lassen kann, und zwar dem Mausoleum auf dem Kulturpfad. Mausoleum sagt es im Endeffekt schon, eine Grabstätte. Und zwar die Grabstätte vom Grafen, der auch hier das Ganze bauen lassen hat. Ja, ich bin jetzt hier auf dem Gelände des Mausoleums. Ihr seht schon, Pyramidenform. Der Graf hat sich für solche Sachen interessiert gehabt und also für Hochkulturen, und Ägypter und auch Griechen waren ja nun mal Hochkulturen gewesen. Und nach seinem Tod 1839 wurde Laves beauftragt, eben dieses Mausoleum zu bauen, um dort den Grafen zu beerdigen. Ansonsten sind hier, ihr seht schon, verschiedene Grabstätten. Nicht nur von ihm, sondern auch von seinen Angehörigen. Ja, warum wir eine Taschenlampe brauchen? Sehen wir jetzt. Eine gute Taschenlampe vor allem. Ja, hier sind die Särge. Da Gräfin von Münster. Den Rest kann man hier leider nicht erkennen, von wem nun welcher Sarg ist. Aber ist natürlich echt interessant, ja. So ein Mausoleum in der Größenordnung. Auch irgendwie etwas gruselig. Also hat so ein bisschen was. Wir kommen ja gerade frisch aus Transsilvanien. Von einer Gruft von Vampiren. Aber hier ist es natürlich alles ein bisschen realer. Ja, die Pyramide ist wohl 11 Meter insgesamt hoch und ja, für Deutschland wohl auch relativ einzigartig, dass es so eine Pyramide in der Form gibt. Also mir ist nichts anderes bekannt. Wenn euch andere Pyramiden oder Mausoleen in der Form bekannt sind, die in Pyramidenform sind, kommentiert das gerne mal. Ich probiere mich immer durch die Brennnesseln. Ah, die Füße sind schon schön zerstochen. Hier weiter durch zu campen, um zu schauen, was wir hier noch
haben. Also wie gesagt, sind halt verschiedene Angehörige der Familie von Münster hier beerdigt. Die genauen Angaben, wer hier alles beerdigt ist, werde ich hier parallel nochmal einsprechen bzw. einblenden, dass ihr einen Überblick habt, wer das hier alles so ist. Ja, das Feldkreuz hier resultiert daher, dass Fürstin Muriel ursprünglich Schottin ist und daher wurde ihr aus ihrer kulturellen Ergebenheit wahrscheinlich oder aus ihrem kulturellen Ursprung her das Keltenkreuz hier auf ihre Grabstätte mitgelegt bzw. gebaut. Ja, man muss sagen, leider auch hier der Zustand wirklich nicht schön, muss man ganz offen sagen. Also auch die Pflege dieser doch sehr schönen Grabanlage ist eigentlich gen Null. Also hier wächst alles zu, ist vermoost. Es hat etwas Uriges, das kann man natürlich nicht bestreiten, aber ja, dafür, dass der Herr hier so viel getan hat für diese Gegend, ist das natürlich sehr schade, dass man hier dementsprechend doch das Ganze nicht so schön hinterlässt oder vorfindet, besser gesagt. Ja, man sieht hier vielleicht hinter mir, sieht so aus wie ein kleiner Steinbruch. Gibt tatsächlich in der Region Steinbrüche. Ich weiß nicht, ob ich das heute noch mit aufs Video bekomme. Der Steinbruch, den ich jetzt zumindest gefunden habe, ist etwas weiter entfernt. Mal gucken, je nachdem, wie wir hier durchkommen. Jetzt gehe ich erstmal weiter hier am Berg lang zu einer Kriegsgräberstätte. Um was für eine Kriegsgräberstätte es sich handelt, weiß ich tatsächlich noch gar nicht. Da werde ich mich jetzt überraschen lassen. Ja, der Weg selber geht hier jetzt irgendwie erstmal durch bei diesem Erlebnisweg. Der Weg geht hier auf jeden Fall durchs Grüne durch, aber man sieht auch, dass nicht so viele Leute hier unterwegs sind. Das muss man auch mal sagen. Ja, ich bin jetzt auf der Kriegsgräberstätte hier in Derneburg und muss sagen, ja, ist natürlich nur ein kleiner Ort, trotzdem, man sieht es vielleicht jetzt schon an den verschiedenen Gräbern, es gab trotzdem viele, viele tote Söhne im Endeffekt hier aus dem Örtchen im Zweiten Weltkrieg. Ja, es ist eine Gedenkstätte für die toten Soldaten des Zweiten Weltkrieges, die wir uns jetzt kurz noch anschauen. Das Derneburger Schloss wurde auch als Lazarett benutzt und dort sind insgesamt 58 deutsche Soldaten ums Leben gekommen im Lazarett, also die es eben nicht geschafft haben, die hier auf dem Friedhof liegen und es liegen hier noch weitere 38 Soldaten, die in Kampfhandlungen im April im Raum Hildesheim und hier in der Gegend noch zu Tode kamen, also insgesamt über 90 Soldaten, die hier insgesamt beerdigt sind. Hier in der Gedenkhalle hinter mir sind die Namen der Toten nochmal in drei verschiedenen Tafeln eingraviert, die hier auf dem Friedhof liegen. Ein Reservistenverband aus Hildesheim, der kümmert sich um das ganze Areal jetzt hier, was ich bisher gelesen hatte. Und man sieht ja, dass es auch vernünftig und ordentlich hier aussieht. Also wie gesagt, wenn man möchte, dann kann man das auch so einer wichtigen
wichtigen Städten wie diese hier wirklich pflegen und betreuen. Ja, ich bin jetzt bei der Kriegsgräberstätte wieder raus und gehe zurück zum griechischen Tempel und dann zum Schloss Derneburg zurück. Ich hatte ja vorhin schon berichtet gehabt, dass es anfangs zum griechischen Tempel hoch, also zu diesem Teetempel, eine Allee gab aus Eichen. Die wurde zumindest ja von der Seite, von der ich erst gekommen bin, vom Schloss hoch, die wurde zumindest dann gefällt. Und es gibt zumindest hier von der Seite, wo ich jetzt komme, ich sehe zumindest einige Eichen, die hier zumindest noch stehen. Also zumindest von der Seite, Moment, umgestürzte Eichen, wie es aussieht. Von der Seite vom Friedhof gibt es auf jeden Fall noch diese Eichenallee, nur hin wahrscheinlich zum Schloss nicht mehr, von dem griechischen Tempel aus. So, ich habe mich wieder auf mein Fahrrad geschwungen. Das war es auch schon wieder mit dem Video hier aus Derneburg diesmal. Also gibt mit Sicherheit noch mehr zu entdecken, denke ich hier. Aber die wesentlichen Sachen haben wir gefunden. Also war wirklich, wirklich schön hier. Kann ich nur empfehlen, sich wirklich mal anzugucken, wenn man in der Ecke ist. Auch seentechnisch hier noch viel mehr. Also auch zum Wandern wahrscheinlich sehr schön. Auch zum Wandern hier mit Sicherheit eine schöne Ecke, wenn man so die Seen und so weiter sieht. Ja, es ist gerade ein bisschen windig und da mein Mikrofon von der Transsilvanien-Reise noch defekt ist, ich noch kein neues habe, hoffe ich, ich bin trotzdem gut zu verstehen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Kommentiert gerne das Video, wie euch das Ganze gefallen hat. Daumen hoch nicht vergessen. Ansonsten verbleibe ich bis zum nächsten Mal. Euer Sebastian.